So, willkommen zurück. Nächste Folge. Wir sind im, oder ich bin im Operationsbereich angekommen. Und jetzt werde ich von hier aus auch erstmal Legen Sie den Kurs an. einen Kurs Bestätigt. setzen. 2000 Kilometer Kurs setzen. Sehr wohl, soll Herr ich im Leroy. Operationsbereich Kurs auf diese Koordinaten setzen. unterwegs sein. Sehr wohl, Herr Kaloy. Bis jetzt ist noch nichts, also auf dem Weg, es war ja auch so ein kleines Stückchen hier, was ich gefahren bin, war halt nichts, nichts, nichts passiert. So, wir haben immer noch Benzin für 10.300 Kilometer dabei, wenn wir dem aktuellen Tempo beibehalten. So, jetzt werde ich nochmal gerade Kapitän? reingucken und gucken mal, ob wir hier irgendwas noch machen müssen. Es regnet, wir haben wohl auch Gewitter. Hier wird gegessen. Essen haben wir noch für 4 Tage, inklusive 53 Tage in den Camp in der Kammer. Was haben wir hier? Die ist voll. Das ist der Elektro, ich denke mal, für wenn man taucht. Junge, du wirst doch taub da, wenn du da reinhörst. Der Kollege ist mir, was gibt's denn heute hier? Soße mit Kartoffeln, Fleischsoße und Bohnen. Was ist das hier? Ah, das ist eine Tür. Wasser haben wir noch keins hier unten drin stehen. 125 Meter plus ist jetzt die Tiefe. Und ja, wir Sehr wohl, setzen Herr ihn mal Kaloy. zum Kartenspielen hin. Und gucken wir mal. Hoppala. Jawohl, Herr Kaloy. Ob sich einer dazu setzt. Da kommt doch schon direkt der Nächste, der sich dazu setzt. Dann lassen wir ihn mal Karten spielen. Dann funken wir mal durch, dass wir das Operationsgebiet erreicht haben. Und dann schauen wir uns mal um. Gehen nochmal kurz auf die Karte. Jetzt gucken wir mal. Ich gehe mal jetzt nochmal als R rein hier. So. Einmal verlassen. War hier. Position ist von Albert Vogel besetzt. Hier steht einer. Ah ja. Sandmüll. Ah, jetzt kann ich dran. Ach so. Man kann hier den Ah, okay. Dann würde ich sagen, spulen wir das Ganze mal ein bisschen vor.
Können ruhig auf 140 gehen. Und patrouillieren hier jetzt mal durchs Gebiet. Kann ich dem Funker, das ist der Funker, der ist momentan den Funk am Abhören, kann ich ihm auch jetzt sagen... Herr Kaloy? Herr Kaloy? Er soll mal Kapitän? Sich hier dran setzen. Und ihm mal einen Seemann zuweisen. Dann kann ich nur horchen, wenn ich tauche, ne? Wie tief ist das Wasser hier? 253 Meter. Ich glaube, die Rückfahrt werden wir hier rum beantreten. Durch den Ärmelkanal. Ah, mal gucken. Gucken, was uns noch bevorsteht hier. Jetzt heißt es erstmal suchen. Bis jemand hier aufploppt. Sieht's mit Moral aus? 100%. Ah, dann macht ja auch Sinn, einen hier nachts hinzuschicken.
Zeit für eine Pause. Ich lass mal ein bisschen schneller laufen. Puh, so müde. Wir hier überhaupt was finden. Melde mich zum Dienst. Melde mich zum Dienst. Was wir jetzt ausprobieren werden ist, wir gehen mal runter. Wir gehen mal runter auf 50 Meter. Dann besetzen wir hier unseren Horschposten. Herr Kaloy? Jawohl. Und dann gucken wir mal, ob überhaupt was in der Nähe ist. Jetzt haben wir das Hydrofon da. Jetzt können wir hier noch einen weiteren Mann dazu weisen. Ja, wir können noch hier auf... Tauchen auf 50 Meter! Sich aktuell aber nichts. Es ist auch noch nichts in der Nähe. Ich will jetzt auch nicht zu lange unter Wasser bleiben. Ich werde mal kurz ein bisschen beschleunigen hier. So, das reicht. Ein paar Kilometer sind wir jetzt abwärts gefahren. Dann gehen wir jetzt wieder auf. Dieselmotor. Flugzeuge, okay, können wir wieder direkt wieder runtergehen. Tauchen auf 50 Meter. Alarm! Auf Gefechtsstation! Feindliche Flugzeuge auf 6 Uhr. Wechseln auf E-Motor. Okay. Auf Seerohrtiefe gehen. Seerohrtiefe. Ah, es reicht doch, wenn wir auf Seerohrtiefe gehen. Dann will ich auf jeden Fall erstmal den Funk besetzen. Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloy? Und gerade durchfunken. Thank you.
Dann Kapitän. Wieder dahin. Und er ist fit. Posten verlassen. Weil das Flugzeug ist mal kurz hin. Hä? Was habe ich denn da für eine Karte? Achso, ist das mein... Hä? Ah, okay. Wir tauchen auf. Wechseln auf Dieselmotor. Haben wir 11.25 Uhr, dann können wir ihm einen zuweisen. Vielleicht können wir dann die Sicht etwas erhöhen. Auf jeden Fall. Einer der Kollegen. Mal den. Cool. Wenn ich ja über Wasser bin, kann ich doch... Ne, dann braucht der Batterie, ne? Treibstoff haben wir, sag ich ja, jetzt erstmal genug. So, dann hoffe ich, dass in der nächsten Folge auf jeden Fall mal einen Schuss setzen können. Dementsprechend würde ich jetzt hier einen Cut machen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis neulich!